So Leute, und da sind wir auch schon wieder, zurück nach der etwas längeren Pinkelpause. Genau 4 Wochen sind vergangen, ja. Ich bin einfach nicht aus dem Klo rausgekommen, es war eine unglaubliche Session. Ja, Ralf hat bei mir auf dem Klo gelebt und... Es gab Tränen, Schweiß und Blut. War unschön. Gut, wir wollen es nicht weiter vertiefen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Third Age Total War. Ihr habt schon gemerkt, uns sind die Parts jetzt ausgegangen in den letzten 2 Wochen. Da kam nichts mehr, viele von euch haben sich beklagt und deswegen machen wir heute eine extra lange Aufnahmesession und fangen schon um Mitternacht an und spielen bis Mitternacht durch. So ist es. 24 Stunden nur für euch und ja, Ralf ist dran. Gut, ja, dann, ich habe wieder meine eigene Maus. Ja, genau, die habe ich dir. Sehr gut, mein Herr, ich muss mal wieder ein bisschen den Überblick gewinnen. Ich habe hier noch einen Bocondi. Dass ich hier auf jeden Fall, warum habe ich das nicht gleich mitgeschickt? Ja, das hast du, glaube ich, durch eine Belohnung bekommen oder so. Na, das sind, glaube ich, die hier, die ich als Belohnung bekommen habe. Nee, weil ich mein, was habe ich von dem da? Das sitzt da eh nicht unterhaltsfrei drin. Ja, dann kannst und in dem Ladris ist mir, finde ich, Bogenschützen eh zum Kotzen zum Verteidigen. Da, im Ladris ist allgemein scheiße zu verteidigen. Das ist richtig, aber Bogenschützen sind halt noch nutzloser. Also im Ladris verteidigt man... Warte, du schickst es jetzt aus. Ja, ich sehe es. Also im Ladris verteidigt man echt am besten mit mächtig starken Nahkämpfern. Die Elben ja glücklicherweise fast haben. Jetzt bräuchten wir Sparta! This is Sparta! Ihr könnt euch ja eventuell schon denken, welche Fraktion einer von uns beiden spielen wird bei Rome. Dann eines Tages. Naja, lange ist es ja gar nicht mehr hin. Ja, stimmt. Jetzt ist das letzte Wochenende im Juni, das heißt also am Montag ist schon wieder der 1. Juli. Und am 3. September kommt Rome 2 raus. Und ich habe es vorbestellt, das heißt, es kommt genau am 3. zu mir in die Arbeit, weil da habe ich es mit mich hinbestellt. Wunderschön. Und als Vorbesteller bekommt man ja das griechische Staatenpaket dazu, das 3 weitere spielbare Fraktionen enthält. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ich habe es noch nicht getan. Ich bin mir aber sicher, dass man das auch, wenn man es jetzt als Vorbesteller sich nicht holt, dass man es sich hinterher auch noch einkaufen kann. Ja gut, kostet dann halt entsprechend natürlich nochmal extra. Ja, ich finde es halt einfach schade, dass... Wenn wir uns jetzt hier die alten Total War Spiele anschauen, da gab es sowas wie DLCs überhaupt nicht. Da gab es dann wirklich so eine Kompletterweiterung, wie zum Beispiel jetzt für Medieval gab es dann dieses Kingdoms eben, wo nochmal neue Einheiten und eine Kampagne dazu kam. Aber dass man sich einzelne Fraktionen per DLC, so wie man es bei Shogun hatte, freischalten muss, finde ich schon ein bisschen arm teilweise. Ja, das ist richtig. Das ist einfach nur Geldmacherei, aber gut, ich meine, solange wir uns darauf einlassen, werden die auch immer weitermachen. Ebenfalls richtig. Also von daher, boykottiert diese scheiß Mini-DLCs. So ist es, kauft nicht Rome. Warte mal. Verdammt. Bestellt es, wenn dann vor. Richtig. Weil dann bekommt ihr, dann werdet ihr dem Glauben gelassen, dass ihr weniger für das Gesamte gezahlt habt. Ups. Okay. So opferst du also die Spice, die ich für dich ausgebildet habe. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass der... Ja, das war eine finanzielle Entscheidung, weil ich ja eh in den Schwarzen sitz. Three people of Erin have united in the one banner to restore the glory of the past. The proud kingdom of Arda has risen from the ruins. A new hope is kindled in the hearts of all who stand against the shadow. Versteht ein Gandalf jetzt überhaupt nicht? Okay, also das Königreich Arnor wurde wieder errichtet. Das heißt, die Free Peoples sind jetzt Arnor. Das ist ja so gesehen wunderschön. Frage, braucht man dafür nicht irgendwie eine bestimmte... Man braucht gewisse Städte, ja. Ja. Die haben sie jetzt anscheinend. Wahrscheinlich haben sie sich... sie haben sich die Weather Hills wieder geholt. Sehr gut. Von den Gundabad Orks. Ja. da war ja auch mal was. Der dunkle Herrscher Sauron ist übrigens sehr pisst darüber, dass seine Heerscharen es nicht geschafft haben, Isengard einzunehmen. Ihr erinnert euch ja bei der letzten Aufnahme. Ich find's wunderschön. Und jetzt hat er die Invasion zurückgerufen. Ja, endlich, ey. Aber irgendwie was witzig. So, schau mal, ob die Armeen noch da sind. Weil eine stand ja, glaube ich. Nee, wir haben alles, alles vernichtet. Stimmt, du hast ja noch eine finale Echtzeitschlacht dort geschlagen mit den Ents. Gegen Ruhn.
The Dark Lord is most pleased that he has had to call an end of the invasion before it has even begun. Furious that the chieftains of the evil factions have utterly failed to answer his call to arms. Naja, sie sind ja seinem Ruf eigentlich gefolgt, aber nicht erfolgreich. Aber extrem unerfolgreich. Vor allem das Geiste war eh, wie sie da alle rumstanden und ich höre wieder mit den Entzündungen und alle abgemetzelt habe. So, End of Turn Report. Der sieht doch ganz okay aus. Okay, ich habe zwei End-of-Turn-Reports bekommen. Wahrscheinlich. Interessant. Ups, ich tu mal deine Maus hier auf die Seite ein bisschen, weil sonst komme ich da hin. So, Eomund ist jetzt der Gemeine. Eomund, so, hier bin ich jetzt am Fortbilden in Isengard und dann haben wir ja gesagt, dass wir mit der Armee fürchterliches machen. Invasion auf Mordor. Invasion auf die Elben. Stimmt, ich habe ja Thoronburg eingenommen. Yep. Beim letzten Mal. Und dort mit unglaublichem Glück deinen General noch behalten. Das muss ich sagen, dass ich das bei... Der Hammer. Genau, der Hammer. Das muss ich sagen, dass ich das bei Shogun viel besser gelungen finde. Das ist zwar dann teilweise ärgerlich, aber dass du halt dort einfach 10 Millionen Mal fliehen oder automatisch berechnen machen kannst und einfach deine Generäle nicht draufgehen, finde ich einfach echt ein bisschen bescheuert. Ich sag nur König Vasco. Nein, erst war er Vasco, dann wurde er zu Prinz Vasco und dann König Vasco. Und kurz bevor Ralf ihn töten konnte, ist er an Altersschwäche gestorben. Das war sehr frustrierend. Und das kannst du halt jetzt in Shogun und ich hoffe in Rome dann auch nicht mehr haben. Nee, hattest du auch schon bei den anderen Total Wars nicht mehr. War bei Napoleon auch so, wenn du da die feindliche Armee so weit aufgerieben hast, dass nur noch ein kleiner Teil übrig geblieben ist, ist der General auch krepiert. Ja, richtig. Ja, vor allem kann man halt einfach nur noch einmal fliehen. Es ist halt einfach nur noch ein, quasi, also du kannst nur noch einen Kampf pro Runde haben, in dem du wirklich fliehen kannst, in dem dir überhaupt Truppen überleben können. Und danach, wenn du angegriffen wirst, musst du entweder gewinnen oder deine Truppen sind halt alle futsch. Oder so wie wir es gestern bei Fall of the Samurai gemacht haben, wir haben noch eine heldenhafte Schlacht gefochten und sind dann untergegangen. Aber wir haben es trotzdem geschafft, erfolgreich Ralfs Heimatstadt zu verteidigen. Er sitzt immer noch in seiner Anfangsprovinz rum. Naja, das ist... Bevor jemand fragt, wir haben es nicht aufgenommen. Und nee. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Es wäre ein sehr frustrierendes Let's Play. Naja, wieso? Im Let's Play muss man ja nicht immer nur gewinnen, also... Nach 5 Parts? So, das war's jetzt leider. Ralf ist vernichtet. Ich könnte jetzt zwar alleine weitermachen, aber das macht dir keinen Spaß. Nee, kann man, glaube ich, gar nicht, oder? Kann man nicht? Ich glaube, wenn einer vernichtet ist, dann ist... Ja, ich habe das ja noch nie erlebt, von daher... So, jetzt sollte ich mal schauen, dass ich einen Diplomat... Wo ist denn eigentlich mein Diplomat? Weil, dass ich mal wieder jetzt mit diesen ganzen Fraktionen... Milo. Der Erbwald, der Spion. Wir könnten mal wieder Karteninfos austauschen. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber ist mir eigentlich auch. Ha. Ricavoronon. The Honorable. Und dann schicke ich ihn jetzt mal zu den Bösen, dass ich mal zumindest jetzt zu Ruhen und Harad, dass ich mit denen wenigstens wieder Frieden habe. Weil nicht, dass die jetzt auf die Idee kommen, hier permanent Truppen an mich zu schicken, das wäre ärgerlich. Und ja, dann, das wär's wohl. Und dann würde ich mich mal aufmachen, zu versuchen, Dol Guldur einzunehmen. Die Frage ist, mache ich das jetzt mit der Isengard-Armee, weil mit der wollte ich dir ja eigentlich gegen Moria zur Unterstützung eilen. Die Frage ist halt... Wie lange dauert es, bis ich endlich mal Moria angreife? Eben. Und das ist halt so richtig schön hier mitten im Düsterwald, da bin ich von lauter Freunden umringt. Da habe ich die Elben im Norden, im Osten habe ich Dale hocken, also da wäre ich dann eingekesselt, da könnte ich die Armee dann wieder weiterziehen lassen. Das ist halt nur die Frage, was passiert hier mit Thoronburg. Ich meine, man kann es zwar ewig lang verteidigen. Er hat natürlich mal wieder Trolle. Na gut, aber gegen Thoronburg sollten die Trolle nicht allzu effektiv sein. Ja gut, das ist ja schon ein Wooden Castle, ein Kastle. Also ich denke, das sollte eigentlich... Also eine weitere Armee ausheben will ich jetzt eigentlich nicht. Ja, also ich würde auf jeden Fall mit der Isengard-Armee gegen Dol Guldur ziehen, weil bis ich da beim Mordor... Wobei die Isengard-Armee hat sehr, sehr viele Bogenschützen und Dol Guldur ist eine Hügelfestung. Da brauche ich mehr Nahkämpfer, um das einzunehmen. Natürlich könnte ich auch belagern und warten, bis sie rauskommen. Richtig. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, dann bin ich fertig. Greetings, noble ally. So. My turn again.
Es geht los. Ah! So, das klicke ich jetzt mal weg, weil ja, das haben wir ja eh schon gesehen. So, dann da ist das Königreich Arno. Ja, das ist immer noch das gleiche Symbol, wie Free Peoples ja, hat. Angeblich soll sich ja auch das Symbol ändern. Ich frage mich, ob das dann, weil die kriegen ja dann auch eine neue Culture, die werden ja dann von Northmen zu Numenor. Okay. Und ich glaube, wenn die Culture dann voll entwickelt ist bei denen, dann ändert sich auch denen ihre Flagge irgendwie so. Weil, keine Ahnung. Ist ja eigentlich, zu wissen. Ist ja eigentlich auch scheißegal, wichtig. Oh Mann. Sein Name hat mich zu sehr an die Draugere aus Skyrim erinnert. Da musste er sterben. Achso, deswegen. Nur deswegen. Ja, nur deswegen. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt läufst du gerade in eine feindliche Armee rein. Nein, tust du nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, die Frage ist... Bist du scheiße, bist du und stinkst? Richtig, das ist die Frage. We shall engage. Ja, mach Night Attack und dann ist Lord Ratzak vielleicht nicht dabei. Doch, er ist dabei. Scheiße. Dann, dann werden wir das definitiv nicht machen. Ist aber blöd, dass Lord Ratzak eine Nacht ein Night Attacker ist. Ja, wobei er jetzt auch nicht so starke Truppen hat. Er ist schon 68 und er hat Ork-Kacke dabei. Na, die zwei Ballisten tun mir halt weh. Yes, ich kann eigentlich nicht sonderlich viel gegen ihn machen. Naja, du hast ein Ding als Reiterei dabei. Ja, toll. Einen. Araneton, der Gemeine. Hat Lembas. Also wenn er, wenn der Elrond auch ein Reiter wäre, dann würde ich sagen, ja, okay. Dann. Vor allem, ich verstehe es eigentlich nicht. Elrond ist ja eigentlich ein Reiter. Ja. Was kriegt er? Er kriegt seinen Speerträger. Wobei das schon dir jetzt das ein oder andere Mal den Arsch gerettet hat, dass der Feind mit so Wagreitern oder so kam. Das ist richtig, ja. Naja, jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Misty Mountain Orks loswerden. Naja. Dann kannst du dich voll und ganz auf die Gundabad Orks konzentrieren. In erster Linie will ich jetzt mal wieder grüne Zahlen schreiben, aber beziehungsweise schwarze. Schwarze Zahlen, meine ich ja. Aber wüsste nicht, wie ich das bewerkstelligen könnte. Die ganzen Low-Tech-Rates vielleicht mal auf Normal anpassen, dann... Okay, das ist eigentlich... Ja, aber dann, aber du hast ja gesagt, Wachstum ist dir wichtiger. Ja, zumindest ein ansatzweise Wachstum. Das ist halt das. Das ja, kann ich... Das kann ich mal hochschrauben. Warte, wie viel hat das jetzt gemacht? 50 und schon? Ja, du hast das wieder auf Low gemacht. Hab ich? Oh. Ja. Ups. Das wird aber trotzdem. Aha! Und schon wird, und schon ist Peter Zwegert wieder im Lande. Ja, sicherlich. Und die Schulden werden abgebaut. Da, Elustirion. Das Cerdon ist schon 101. Oh. Ja, okay, egal. Es wächst ja trotzdem bald und ich kann mir ja eh die Festung noch nicht leisten. Eben. Aha, grüne Zahl. Ja, was heißt Festung? Zieh erstmal den Palisadenwall um Elustirion. Warum sage ich die ganze Zeit grüne Zahlen? Das ist bitter. Ja, weil es bei grün für positiv steht, aber eigentlich ja, heißt, aus kaufmännischer Sicht sind es schwarze Zahlen, ja. Okay, da bringt es eh nicht sonderlich viel und ich bin gerade sehr froh um das hohe Wachstum, also lasse ich das dann mal. Urtassion. So. Ich habe ja eh schwarze Zahlen, ich muss mir jetzt angewöhnen. Wird jetzt öfter gesagt werden. Also meine schwarzen Zahlen sehen sehr schwarz aus. Gut, also was ich dazu zu sagen habe, das ist Sparta. Und damit bin ich schon wieder durch. Na, bei Rome wollte ich eigentlich ja Rom spielen, weil irgendjemand muss ja, irgendeiner von uns beiden muss dieses Weltreich führen. Ach komm jetzt. Fliehhammer. Rally to me, then. We must regroup. Oh, das damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Greift deine Verstärkungsarmee an. Ja. Withdraw, aber er wird dich trotzdem angreifen. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ja, damit sind die jetzt nämlich weg. Du kannst sie jetzt vernichten, hoffentlich. Das wäre natürlich auch möglich. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. So krass. So krass überlegen ist der nämlich gar nicht. Dann nehme ich mir hier mal die Tastatur ein wenig näher. Tu das. Geht das? Ja, das ist wunderbar. Ja, wunderschönes Wetter. Da hast du auch noch einen schönen Hügel. Ja. Stellst dich an den Waldrand hin, dann bist du noch, auch noch getarnt. Beziehungsweise deine Einheiten haben, glaube ich, sogar Kampfbonus in Wäldern. Meinst du? Die Frage ist halt, ob das hier als Wald zählt.
sind sie ja, ansatzweise. Sind halt nur versteckt, wenn sie gerade in einem von den Bäumen drin stehen.